Herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal, und zwar gibt es heute wieder einen Kartokam Merch Glitch, und zwar wurde dieser bereits gepatcht und hiermit gibt es auch schon wieder einen Workaround. Aber ganz, ganz wichtig zu sagen, es gibt mehrere Varianten von dem Merch Glitch und zwar genau zwei Stück. Hier in diesem Video zeige ich euch die beste Variante zu dem Merch Glitch, und zwar müsst ihr dort nicht wie bei dieser anderen Variante rückwärts fahren mit einer komischen Perspektive und ihr seht nichts, bla bla bla. Ich zeige euch heute in diesem Video eine Methode, wie das Ganze funktioniert, ohne dass ihr diese ganzen komplizierten Steps macht. Meiner Meinung nach sind diese Steps kompliziert. Deswegen gibt es hier auch noch eine weitere Methode, wie das Ganze halt eben nicht kompliziert ist. So, ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem Glitch. Ich nenne euch kurz noch die Voraussetzungen. Und zwar brauchen wir natürlich ein Spenderfahrzeug, das Fahrzeug, was wir modden möchten. Das Ganze läuft im LSK-Meet als erstes ab, aber das LSK-Meet ist ja öffentlich. Und dann war es das auch eigentlich schon. Mehr brauchen wir nicht bei diesem Glitch, soweit ich weiß. Vielleicht habe ich auch irgendwas vergessen, aber ich glaube nicht. Ansonsten seht ihr das im Video. Perfekt. So, und zwar fangen wir mal mit dem Glitch an. Wir gehen jetzt einmal auf den Mechaniker, rufen diesen einmal an und bestellen uns dort das Fahrzeug, was gemoddet werden soll. Also nicht das Spenderfahrzeug, sondern das Fahrzeug, welches wir modden möchten. Ich nehme jetzt hier einfach mal den Easy. Wo ist der? Hier in der Spanish Avenue. Perfekt. Easy anfordern, den nehme ich jetzt einfach mal, den werde ich am Ende dann wahrscheinlich duplizieren oder verkaufen. Apropos duplizieren, es gibt noch ein aktueller Duplizierungsglitch und zwar auch Solo, diesen findet ihr oben rechts oder in der Videobeschreibung oder einfach mal auf meinen Playlists auf Money Glitches schauen. Und ansonsten, wenn das Fahrzeug angekommen ist, jetzt einmal zerstören, ja, also ihr müsst das Fahrzeug, das ihr jetzt angefordert habt, einmal zerstören. Wenn ihr das Ganze getan habt, dann geht ihr noch nicht ins LSK mit, sondern fordert jetzt das Spenderfahrzeug an. Also das Fahrzeug, wo die ganzen Merches von diesem Fahrzeug auf euer Fahrzeug übertragen werden quasi. So, wir suchen uns jetzt mal hier eins raus. Ich nehme jetzt einfach mal hier, ja komm, nehmen wir den Furia. Das sieht eigentlich ganz nice aus. Wir müssen wieder warten. Okay, dann haben wir, denke ich mal, noch die Zeit, uns einmal kurz wegzusprengen, dass wir keine Cops mehr haben. So, wenn die Sekunden oder die Minuten abgelaufen sind, einfach das Fahrzeug, das Spenderfahrzeug anfordern. Jetzt bevor wir in das LSK-Meet reinfahren, schauen wir aber, dass wir hier auf dem Inaktionsmenü Markierungsoptionen bei Jobs hier alles auf Anzeigen gestellt haben, so dass das dann hier genau so aussieht bei euch mit den blauen Jobs. Und wenn wir das getan haben, fahren wir jetzt einmal in das LSK-Meet rein. Unser Freund kann apropos auch schon mal ins LSK mit rein. Dieser muss dann gleich das Sprintrennen starten. Aber dazu kommen wir gleich, wenn wir drinnen sind. So, jetzt kommen wir zum Sprintrennen. Und zwar, sobald wir gespawnt sind, kann uns der Freund uns jetzt einmal hier über LSK mit, ganz kurz warten, bis das hier geladen wird, über LSK mit auf Sprint einmal eine Einladung zum Sprintrennen senden. So, das Sprintrennen nehmen wir dann ganz einfach hier an. Wenn wir das Sprintrennen angenommen haben, dann läuft unten rechts die Sekunden ab. Ihr könnt hier währenddessen auch aus dem Auto aussteigen, das spielt keine Rolle. Einfach die Sekunden unten rechts ablaufen lassen. Wir sind gespawnt, warten wir einfach, bis die Sekunden ablaufen, bis jetzt hier die 3 steht oder ganz egal, auch jetzt kommen wir natürlich auch. Und zwar gehen wir jetzt einfach mal auf das PlayStation-Menü hier drauf und suchen den Anavac 2 raus. Wenn ihr auf der PS5 spielt, ist das Anavac 1. Auf der Xbox One weiß ich jetzt gerade nicht. Ansonsten packe ich auch nochmal gerne die Liste unten in die Kommentare oder einfach das vorherige Video schauen. Da müsste ich, denke ich mal, die Liste reingepackt haben. Ansonsten Anavac 2 einmal beitreten, je nachdem auf welcher Plattform ihr spielt. Wenn wir das Ganze getan haben, dann akzeptieren wir diese Meldung ganz einfach. Es kann hier ein bisschen dauern. Anavac 2 wird sehr, sehr oft benutzt, deswegen dauert das höchstwahrscheinlich immer ein bisschen. Erste Meldung bestätigen, zweite ablehnen, Optionstaste öffnen, gehen hier einmal genau auf dieses Straßenrennen oder Stuntrennen ist das ja. Dann hier einmal Viereck, X, hier nochmal X. Diese Meldung ist richtig, dass diese kommt. Und jetzt fahren wir einmal zu einem LS Customs. Und zwar spawnt ihr auch immer hier auf dieser Stelle, deswegen fahren wir am besten auch an diesen LS Customs, wo ich gerade markiert habe. Wir fahren auch hier einmal in den LS Customs rein und wenn wir gleich gespawnt sind, nicht das Fahrzeug reparieren, nichts drücken, einfach die Kreistaste drücken, dann Viereck jetzt hier in dieser Meldung gedrückt halten, solange bis jetzt hier der Blackscreen kommt.
wie der Doppel-PSN-Taste oder auf PS5 wieder Anavac raussuchen, einmal beitreten und jetzt gleich genau dasselbe machen wie vorhin, und zwar die erste Meldung annehmen, die zweite ablehnen. Dann spawnen wir hier ohne Auto und zwar zu Fuß und müssen jetzt vorne zur Straße rennen, denn dort holen wir uns jetzt ein Straßenfahrzeug. Und fahrt einfach mal hier diese Strecke entlang. Und zwar werdet ihr dann sehen, dass ihr zurückgeportet werdet mit eurem Fahrzeug. Und zwar wird das jetzt gleich passieren. Wir fahren jetzt immer weiter und weiter. Und boom, wir wurden zurückgebackt. Das persönliche Fahrzeug steht unter uns. Und was wir jetzt machen, ist das Fahrzeug einfach einlagern. Dann gehen wir auf das Handy, Morse Mission einmal kontaktieren und reparieren uns das Fahrzeug, das wir modden wollen. In meinem Fall der Izzy. So, Izzy repariert, bringen wir uns jetzt einfach Selbstmord einmal übers Interaktionsmenü um und sehen dann, sobald wir spawnen, ist unser Fahrzeug gemerged. Wir sehen es hier, gemoddeter Izzy, leider ist jetzt das Kennzeichen nicht übertragen worden, das ist jetzt ein sauberes Kennzeichen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das Ganze auch als Tube-Glitch benutzen, müsst aber dann halt leider das ganze Tuning wieder von neu drauf tunen, wenn ihr den Izzy benutzt, deswegen macht das überhaupt keinen Sinn, ja, außer ihr macht das vielleicht mit einem Italy GTO, der bringt ja auch, glaube ich, 1 Million, soweit ich weiß. Ansonsten die ganzen Arena-Fahrzeuge mit dem Tuning, das wird halt alles verschwinden, wie ihr es gesehen habt. Aber ansonsten habt ihr das Fahrzeug jetzt hier gemoddet, so einfach geht das, nutzt es auf jeden Fall aus, solange es noch geht, und gerne Abo, Like da lassen, Discord-Server beitreten, wenn ihr möchtet, Link ist in der Beschreibung, ansonsten haut rein, bis dann, euer Kudix.